Making of Wacken! Wacken war tatsächlich der erste aufgenommene Demosong auch, oder der zweite, nee, der erste. Und als wir ihn schon auf dem Pult liegen hatten, also den gesamten Mix, ging auf einmal die Medienberichterstattung los. Ja, am Wochenende ist ja Wacken und so. Und ich so, oh, wie krass. Und dann dachte ich, ey, scheiße, Mann, wenn ein Video da drehen, dann natürlich jetzt dahin fahren und das machen, wo der Song noch nicht draußen ist und keiner den kennt. Weil wenn man das irgendwie, mir war klar, dass die Platte irgendwann im Winter oder Frühjahr rauskommt. Und wenn man danach dann nach Wacken fährt und dann ein Video dreht, ist das langweilig. Und am Montag geht es ins Wacken. Warum bist du heute hier? Ich bin hier wegen Action Bronson. Also nicht Deep Purple? Deep Purple auch und Steve Aoki. Steve Aoki, ja, den feiere ich auch. Mhm. Den feiere ich mir auch rein. Und sonst, hast du es gut? Ja, habe ich gut. Dann können wir weiterfahren. Schicke Dress bist du. Danke. Ich wünsche einen gewaschenen Nachmittag. Ne? Ja. Okay. Tschüss. Dann habe ich den geschätzten Herrn Jantjub angerufen und meinte, ey, Alter, Wacken ist ja und du weißt ja, da ist ja der Song. Eigentlich müssen wir da noch Paul anrufen, Herrn Ripke, den Donald Trump der Landschaftsfotografie, und ihn einpacken und dann müssen wir da hinfahren und dann müssen wir das Video da drehen zu dritt. Und ich packe mir irgendwie den Song, auch wenn er noch nicht fertig gemixt ist, aber es ist ja der Song mit dem Text, den packe ich mir einfach auf mein Handy und mache mir so einen kleinen Ohrstöpsel rein und dann rennen wir da rüber und nehmen auf, so wie wir das damals bei Ich möchte nicht, dass ihr meine Lieder singt, auch gemacht haben. Wir machen das, klar. Also glaub mir mal. Aber der ist total eingebildet, man denkt, sagt er gar nicht. Also glaub mir mal. Und ich sag mal. Wenn ich in meinem Jan Delay-Modus bin, wie auf einer Bühne sozusagen, dann bin ich relativ schmerzfrei. Und dann ist mir klar, okay, wir müssen das jetzt durchziehen. Und wenn wir da irgendwie auf alles andere als Gegenliebe stoßen, dann müssen wir da durch. Vielleicht gibt es dann auch einen guten Film. Aber das Gegenteil war der Fall. Also ich habe wirklich in meinem ganzen Leben noch nie, und ich war schon auf dem einen oder anderen Festival in diesen Landen, war noch nie auf einem Festival, wo so liebe, nette Menschen sind. Flash war natürlich, dass ich zum Finale Crowdsurfing machen und Paul und Flo wollten halt immer, dass wir natürlich dieses Bild kriegen, wie ich da von der Menge getragen werde. Und dann haben wir versucht reinzukommen in diesen Mob, in diesen Fleischball aus 40.000 Menschen vor der Bühne. Und das ist auch der einzige Moment, wo diese lieben Heavy Metaler dann richtig aggressiv werden. Wenn die haben da seit 3 Stunden gestanden, damit sie ihren Platz halten können. Und dann kommt da so ein Spast von hinten in weißen Klamotten mit 2 Kameratypen. Kann ich mal durch? Und da sind die hart und da kommst du nicht durch. Und da wird es dann auch körperlich. Und dann hat man immer so gesehen, wie dann irgendwelche Leute so gescheitert versucht haben, sich dann hinten, da wo noch so ein paar Lücken auch zwischen den Menschen sind, dann so hoch. Da helfen einem dann alle, dann wird man so getragen und dann geht es so 2, 3, pff, und dann verschwinden sie im absoluten Nichts und im Schlamm und da sind nur Tausende, die trampeln rum. Und ich hatte einfach Schiss. Das höchste der Gefühle war dann, ich habe mich auf die Schulter nehmen lassen von einer wunderschönen Frau natürlich. Die ist jetzt nicht zu sehen in dem Film. Da sieht das manchmal so aus, als wenn das so ein dicker Typ wäre, aber das war es nicht. Es war ein Heidenspaß, es war Bombenwetter. Und dann sind wir den ganzen Tag da rumgedoktert und haben einfach gedreht und haben Dosenbier getrunken.